In diesem Video soll es um drei Grundregeln der Elektrotechnik gehen, die meinem Empfinden nach ungefähr 80% der Elektrotechnik abdecken. Weil diese Gesetzmäßigkeiten so umfassend sind und so einen großen Teil der E-Technik einnehmen, habe ich sie mal die Dreifaltigkeit der Elektrotechnik genannt. Das ist natürlich kein offizieller Begriff, den man irgendwo finden kann, sondern das ist jetzt einfach mal so eine Benennung von meiner Seite aus. Ich persönlich glaube, dass viele Leute, die in Elektrotechnik Verständnisprobleme haben, diese drei Regeln nicht wirklich verinnerlicht haben und appelliere deshalb an euch, euch die Sachen wirklich im Detail anzugucken, sie zu verstehen und auch viele Übungsaufgaben zu eben diesen drei Regeln zu rechnen. Denn wenn die wirklich stabil und fest sind, dann kann man davon ausgehen, dass man mit den wenigsten elektrotechnischen Problemstellungen noch größere Probleme hat. Die erste Regel, um die es geht, ist die sogenannte Knotenregel. Da geht es um Stromflüsse. Die zweite Regel ist die Maschenregel. Da geht es darum, wie Spannungen in Schaltungen anliegen. Und die dritte Regel, beziehungsweise das dritte Gesetz, ist das sogenannte Ohmsche Gesetz, von dem bestimmt jeder schon was gehört hat. Und das dritte bringt quasi Knoten- und Maschenregel in einen Zusammenhang und stellt eine Verbindung zwischen Strömen und Spannungen her. Die ersten beiden, die Knoten- und die Maschenregel, werden zumeist als die Kirchhoffschen Gesetze zusammengefasst, eben nach einem gewissen Herrn Kirchhoff, der sich damit näher auseinandergesetzt hat. Meistens werden diese beiden Regeln auch noch nummeriert. Dann gibt es die erste Kirchhoffsche Regel und die zweite Kirchhoffsche Regel, wobei üblicherweise die erste Kirchhoffsche Regel die Knotenregel und die zweite Kirchhoffsche Regel eben die Maschenregel ist.